Ali, hallo, hallöle, Donfi hier. Ein neues Community-Event steht an. Okay, Spaß beiseite, ich bin DonF204 und wie ich gerade sagte, ein neues Community-Event steht an. Und es geht natürlich darum, Spaß zu haben, Projekte zu erstellen, Projekte einzureichen, Projekte zu spielen. Und natürlich werden auch wieder Preise verlost an alle Teilnehmer. Alle Infos, die jetzt wichtig sind, werden jetzt in das Video gepackt. Erstmal spielen wir das kleine Projekt hier von Speedy. Ich weiß mal wieder nicht genau, was auf mich zukommt. Aber da werden natürlich auch sehr viele wichtige Informationen drin sein für das Community-Event. Also schaut es euch auf jeden Fall komplett an. Und am Ende des Videos werde ich vielleicht noch 1, 2, 3 Worte dazu sagen. So bleibt auf alle Fälle bis zum Schluss dran, wenn ihr alles wissen wollt. Okay, wir starten. Ich weiß selber nicht genau, was hier auf mich zukommt. So wie die letzten Male. Wir sind mittlerweile im 5. Community-Event. Und let's go. Oh, ich bin im falschen Tab gewesen. Let's go. Von Speedy Underwood. Speedy und ich sind nach dem Schabernack-Event unterwegs, um das legendäre Books für Dummies zu finden, um den Altarwächter zu debuggen. Hoffentlich war es kein Fehler, ihn allein zu lassen. Okay, Spaß beiseite, ich bin DonF204. Okay. Hier sollte es eigentlich zu finden sein. Bist du sicher? Na klar, chill, Bro. Na dann sollten wir uns das mal genauer ansehen. Ja, schnappen wir uns das Buch. Sorgen wir für Chancengleichheit. Na dann, auf ins Abenteuer. Wir sind zwar schon mittendrin, aber ja. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt, okay. Aber es wird mega cool. Ich bin mir ziemlich sicher. In dieser Kiste sollte sich das Buch befinden. Nun, die Kiste sieht schon offen aus. Oh, meinst du, hier war schon jemand am Plündern? Sind wir nicht selbst Plünderer? Till, wir sind hier ja nicht aus Habgier. Da hast du recht. Lass uns mal nachgucken. Sag mal, habt ihr sie noch alle? Ich stehe hier neben euch und ihr redet, als wäre ich nicht da. Ihr Geringverdiener. What the fish? Bitte was? Ach so, verstehe. Jetzt tut ihr so, als wäre ich unsichtbar, ihr Großen. Was bitte geht hier ab? Ich auch gerne. Speedy, hörst du das? Du hörst das auch, oder? Ja. Die Kiste spricht. Die Kiste? Kiste? Hast du sie noch alle? Sehe ich etwa aus wie eine Kiste? Quadratschädel? Nun ja, also. Jetzt komm mir mal nicht so. Ich bin natürlich ein Tresor, Donk. Das fällt dir Flittchen überhaupt ein? Kann Flittchen auf YouTube sagen? I hope. Jetzt guckt ihr wie Guppies dumm herum. Warum seid ihr Schwachmaten in meinem Reich? Also, Mr. Tresor, wir sind auf der Suche nach einem Buch. Also irgendwie geht mir die Musik ein bisschen auf den Zeiger. Ich muss ehrlich sagen, warum spielt er ständig Musik, wenn der quatscht? Aber okay. Sehe ich aus wie ein beschissenes Buch, Junge? Lass mich doch mal ausreden, du Tresor. Wir haben ein Problem mit einem lästigen Spielfehler. Er wird langsam größenwahnsinnig. Und da er wegen dem Fehler
unbesiegbar ist, brauchen wir das Buch Bugs für Dummies. Wir haben schon ein langes Abenteuer hinter uns. In dieser Höhle sollten wir das Buch finden können. Drei Stunden später. Ihr seid also nicht einmal für mich hier? Das ist eine absolute Frechheit. Ihr Streuner! Ich sag euch was. Überlebt meine Prüfungen, ihr Würmer. Vielleicht helfe ich euch dann, ihr Motten. Oh, na, das klingt doch... So! Ich hinterfrage das jetzt mal nicht. Ich glaube, ist glaube ich auch besser so. Siehst du irgendetwas? Nein, aber ich spüre etwas. Kalt, ölig. Moment, da passt mein Finger rein. Hast du nicht gesagt, du würdest nie... Ich fühle etwas Spitzes, Zackiges. Ich glaube, es ist ein Schlüsselloch. Warte, ich hol mal mein Smartphone raus. Ach so, das ging nicht eher, oder was? Ich wollte deine Tauchfühlung nicht unterbrechen. Hältst du dich jetzt mal? So. Oha. Wow. Ein Escape Room. Ja, ein Escape Room? Hey Don. Ja? Ich glaube, das könnte ein cooles neues Thema werden. Hast du mich jetzt? Das hatten wir doch eh vor. Nicht? Ja. Hab ich im Eifer des Abenteuers wohl vergessen. Naja. Hatten wir schon die Regeln festgelegt? Ja, hatten wir. Pass auf. Die SCS Community Event Number 5. Escape Room. Vom 25.03., das ist heute, 2022, bis zum 3.06.2022. 22. Muss ich mal kurz auf den Kalender gucken. Bop, bop, bop. Das machen wir mal fix. Ach, kann ich das... das nicht... Ohne... Ne, egal. Jetzt kann ich das Datum leider nicht sehen. Wartet mal. 3.6. So, 3.6. 3.6. Also, wir haben hier März. April. Ach, hier. Ich glaube, das sind 10 Wochen. Ich glaube, ich und Speedy hatten uns eigentlich auf 10 Wochen geeinigt. Müssten 10 Wochen sein. Ist egal. Ihr habt auf jeden Fall bis zum 3.6. Zeit. Egal. Weiter im Text. Da steht's ja auch. Aber das sind doch 10 Wochen. Speedy. Das hatten wir doch alles schon besprochen. Hast du alles vergessen? Nee, natürlich nicht. Hä? Mehr hat sich aber nicht geändert, oder? Okay, hör mal zu. Escape Room. Das Ziel des Spiels ist es, durch das Sammeln von Hinweisen und Lösen von Rätseln aus einem verschlossenen Raum zu entkommen. Ja, das weiß ich. Ich meinte eher für unsere Community-Events. Das Spiel sollte möglichst klein gehalten werden. Wir begrenzen diesmal nicht die Zeit, sondern die Raumgröße. Hier mal die Bildschirmgröße von 23 mal 13 Kacheln. Oder eine große Karte, die der vorgegebenen Größe entspricht. Außerdem ist ein Intro und Outro, ist eine Intro- und Outro-Karte erlaubt. Auf der darf es aber kein Gameplay geben. Und jedes Projekt wird nur maximal 3 Stunden gespielt. Wenn du oder ich das bis dahin nicht durchhaben, wird es unterbrochen, aber nicht disqualifiziert. Wenn die restlichen Regeln eingehalten worden sind. Ach, und die Preise für die Teilnehmer sind diesmal 8. Ja, ganze 8 mal 10 Euro Steam-Guthaben. Ah, jetzt erinnere ich mich wieder. Genau. Das heißt also... Geh mal aufhören, du Schnacken. Eure Zeit läuft ab, ihr Quereinsteiger.
Cholerischer Tresor. Diese eine besondere unter den Kisten. Cool. Okay, Start. So, das war's, Leute. Also, das war's, ja. Das waren jetzt so grob die Regeln. Ich möchte nochmal ein wenig sagen. Erstmal möchte ich mich bei Speedy bedanken, dass sie mir immer hilft und wir das hier gemeinsam immer machen, die Events. Und alleine wäre das immer für mich ein bisschen viel Arbeit. So nebenbei, ich mache noch andere Sachen in meinem Leben, stellt euch vor. Und ich finde das immer gut, dass Speedy mir da immer beisteht. Und das ist wirklich eine gemeinsame Sache zwischen mir und Speedy. Wir machen das gemeinsam. Das möchte ich an der Stelle nochmal festhalten. Das ist, mache ich nicht ganz alleine. Speedy hilft mir da sehr. Okay? Danke, Speedy. An dieser Stelle nochmal. Gut. Dann, next. Wichtig. Ich möchte alle, die mich finanziell unterstützt haben, danken. Wir können den Rekord von 80 Euro aufstellen. 80 Euro ist der Preis, den es insgesamt zu gewinnen gibt. Verlost wird das Ganze per Zufall an alle Teilnehmer. Genaueres erfahrt ihr im RPG Maker MZ German Steam Gruppe, in der RPG Maker MZ German Steam Gruppe, verlinkt in der Videobeschreibung. Da müsst ihr auch Mitglied sein, um an dem Event teilnehmen zu können. Also einfach einmal hier auf Gruppe beitreten drücken. Link ist, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Da einfach mal kurz beitreten, dann könnt ihr teilnehmen an dem ganzen Event. Dort findet ihr dann bei der Übersicht unter beliebte Diskussion, denke ich mal, dann unter Event Nummer 5 dann die kompletten Regeln nochmal aufgelistet in Textform. Da könnt ihr euch das Ganze nochmal angucken. So, dann, wie gesagt, ich möchte mich an die Leute nochmal bedanken, die mich finanziell unterstützt haben. Es sind satte 67,50 Euro zusammengekommen. Vom 24.09. bis gestern. Und das ist eine Menge Asche. Das ist eine richtige Menge Asche. Ich habe natürlich erhöht auf 80 Euro, weil ich ein cooler Dude bin, habe ich noch mein Privatvermögen, Vermögen in Anführungszeichen, mit draufgelegt. Dadurch sind es dann 80 Euro. Das Ganze wird per Zufall, sagte ich glaube ich bereits, egal, wird per Zufall an die Teilnehmer verlost. Wenn weniger als 8 Teilnehmer sind, bekommen auf jeden Fall alle etwas, ist klar. Und die übrige Summe wird dann einfach komplett per Zufall verlost an die Teilnehmer quasi. Gut, also das heißt, sind es 8 oder weniger Teilnehmer, bekommt jeder mindestens 10 Euro. Gut, sind es mehr als 8, wird es halt per Zufall verlost an die Teilnehmer. Gut, ihr braucht natürlich einen Steam-Account, ist klar, aber braucht ihr ja sowieso, um überhaupt in der Gruppe Mitglied zu sein. Und das war's soweit. Das ist das Wichtigste. Den Rest findet ihr, wie gesagt, dann in Textform. Ich hoffe, ihr hattet etwas Spaß mit der Vorstellung und ich hoffe, dass ihr mitmacht. Schreibt bitte in die Kommentare, würde ich mich sehr freuen, ob ihr mitmachen wollt, wie euch das Thema gefällt, etc. pp. Die Spiele werden wieder gestreamt, die Projekte von euch. Und der erste Stream ist dann wahrscheinlich eine Woche nach Abgabetermin. Abgabetermin müsste Freitag sein. Und dann quasi nicht derselbe Freitag, sondern eine Woche später, der Freitag, müsste dann der erste Stream dann online gehen. Wenn nichts dazwischen kommt. Also da immer ein bisschen up to date bleiben. Gut, drückt auf Abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Drückt auf Like, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Hinterlasst einen Kommentar. Wollt ihr teilnehmen? Wie findet ihr das Thema? Wollt ihr zuschauen? Habt ihr Bock auf die Spiele? Etc. pp. Schreibt einfach, was ihr wollt, in die Kommentare. Ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Tschüsseli und bis zum nächsten Mal. Reingehauen!